Moinsens, Schnacksel hier. Wir sind heute immer noch an der Ostsee. Wir waren ja in der letzten Folge auf Fehmarn gewesen, bei ziemlicher Windstille und schönem Wetter. Das war gestern. Da haben wir bis abends geangelt, 10 Stunden lang. Und ja, ich muss sagen, es war ein bisschen zäh gewesen. Heute sind wir hier bei extremem Wind und richtig fetter Brandung unterwegs. Und weil ich mir gedacht habe, ich kann niemals gegen den Wind hier über die Brandung werfen, sind wir hier auf einer schönen Seebrücke in, ich werde es nicht geheim halten können, wir sind in Großenbrode. Und ja, das steht hier halt überall auf dieser Brücke. Hier darf man ab dem 30.09. angeln von dieser Seebrücke. Den ganzen Sommer lang ist die gesperrt, aber wir haben halt Mitte Oktober, deswegen dürfen wir hier fischen. Und ich wurde ein bisschen für meine Tonqualität gelobt, weil ich mir ein neues Mikrofon gekauft habe bei den letzten Folgen. Ja, die Tonqualität wird dieses Video ziemlich scheiße sein. Ich hoffe mal, man hört überhaupt irgendwas. Ich habe schon zwei Routen drin, meine beiden Brandungsrouten, eine lange, schwere Fiederroute, eine Karpfen-Spot-Route mit ja, kleinen Paternoster-Haken und Mistwürmern. Ich habe auch gestern drei Zuschauer getroffen, die genau von da kommen, wo ich wohne. Die waren auch am Angeln auf Fehmarn. Die haben mir auch ein paar schöne Plattfischmontagen geschenkt, aber die haben so große Haken. Die haben auch gut damit gefangen. Aber wenn ich diese großen Haken mit meinen Mistwürmern vollballern will, ist mein Eimer nach zwei Würfen leer. Deswegen fischen wir die, wenn wir später nochmal mit Tauwurm oder so fischen. Wattwürmer habe ich leider keine. Aber ja, ich würde sagen, wir hoffen mal, dass wir irgendwas fangen. Und ja, dass wir nicht von der Brücke fliegen. Fazit nach dem ersten Wurf. Aus irgendeinem Grund bleibt sogar das Gewicht ohne Kralle liegen. Ist aber auch ein recht dickes Betonteil. Und wir haben ein klein bisschen Kraut. Und noch keinen Fisch. Aber wir haben auch nur einen Wurf gemacht, ne? Und der lag vielleicht 5 Minuten. Würmer sehen noch ganz schick aus. Also Krabben scheinen nicht so unterwegs zu sein, sonst hätte ich hier noch ein paar Auftriebsperlen dran gemacht. Und ich werde meine Fiederroute mit dem runden Gewicht jetzt mal hier parallel zur Brandung werfen, dass das so ein bisschen wandern kann. Und mir vielleicht ein, zwei Fische sucht. Und die Rute halte ich dann in der Hand, weil ich nur einen Platz gefunden habe zum Rutenhalter hinlegen. der ist dann neben dem Marvin. Und ja, die sind ziemlich eng beieinander und ich will nicht die ganze Zeit in den Wind gucken. Deswegen meine schwere Rute bleibt da so stehen, die wird schon rappeln, wenn man es beißt. Und die andere haue ich jetzt mal hier parallel zur Brandung rein und lass die ein bisschen die Fische suchen. Und halt die halt in der Hand und hoffentlich beißt gleich was. Wir werden berichten. Gebissen hat zwar noch nichts, aber es gibt ein Bierchen. Zur Feier des Tages, wir sind im Urlaub. Cheers. Das nenne ich Strandwetter. Oder ist das geiles Plattfischwetter? Muss doch eigentlich. Auflandiger Wind. Übelste Wellen. Das Wasser ist trüber als eine richtig gute Suppe. Keine Ahnung. Sieht eigentlich schick aus. Na, ich hole die ab und zu mal raus und berichte, wenn was beißt. Ich werde gleich mal hier meine Fiederroute auf Tauwurm ändern. Aber erstmal lasse ich noch ein bisschen mit den Mistwürmern fischen. Ich habe sogar zwei Lauben dabei vom Rhein. Um ein bisschen auf Meerforelle zu angeln, dachte ich am oberen Haken. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Würmer sehen eigentlich noch gut aus. Ich habe gerade mal die Rute kontrolliert. Ich werde jetzt einfach mal hier neben der Brücke runterlassen. So, die Brücke muss doch eigentlich ein heftig geiler Spot sein für die Fische. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwelche Hänger sich verstecken. Aber hier im Schatten der Brücke muss doch eigentlich was kommen, oder? Muss doch eigentlich ein geiler Platz sein. Ich hoffe mal, dass da nicht irgendwie eine Unterkonstruktion ist, in der ich jetzt mies meine Montage abreiße. Das würde ein bisschen nerven. Aber eigentlich müsste doch hier brutal abgehen. Ich halte hier mal die Route ein bisschen in der Hand. Vielleicht stelle ich sie auch gleich wieder hin. Aber mal schauen, unter der Brücke angeln? Muss doch eigentlich gut sein. Hier so ein riesen Sandstrand ohne richtige Struktur. Man merkt schon, manchmal verschlucke ich mich am Wind. Es ist wirklich ein richtiger Sturm hier, du. Meine größte Angst ist ja, dass ich irgendwie eine Route, das Netz, meine Kamera oder so hier runterfallen lasse. Das wird mich ja gar nicht schmecken. Und zuerst mal lasse ich meine Montage hier runterfallen und die fängt hoffentlich ein paar dicke Flundern da unten. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen Richtung Land geworfen, weil keine Ahnung, ob man das hier sehen kann. Ich habe auf Google Maps geschaut, ich glaube, man sieht gar nichts. Ganz weit draußen auf der Seebrücke wirft man immer in so ein Krautfeld rein. Und das Krautfeld hört da vorne irgendwo auf. Und ich will lieber auf dem richtigen Sand fischen, weil ich glaube, dass die Fische lieber am Rand vom Krautfeld sind. Da ist dann viel Futter. Aber die können sich besser einbuddeln, die sehen ja aus wie Sand, die wollen glaube ich eher im cleanen, sauberen Sand sein. Außerdem ist dieser Schatten von der Seebrücke hier glaube ich ganz geil. Weil wir haben ja nicht so viele Wolken, aber da ist trotzdem recht dunkel, sag ich mal. Ja, mal schauen.
könnte der Spot sein. Schau mal, die Route. Die Brücke liegt, die wackelt schon brutal gerade. Aber es hat auch eine Fiederroute im übelsten Sturm. Oh? Entweder hängt die oder da hängt ein Fisch. Ja, sie hängt, aber vielleicht ist er beides. Nö. Nix. Nix an Fisch, geht direkt wieder rein. Für riesige Raubschollen oder Meerforellen. Und weil ich die nicht mit der Ködernadel auf das Plattfischvorfach aufziehen kann, gehe ich hier einfach so ganz oft durch. Immer durch die Mittelgräte, das wird schon halten. Dann schiebe ich die hier weiter hoch. Muss nicht perfekt aussehen, muss nur halten. Fische können bei der Brandung eh nichts sehen. Baitelastik hätte ich jetzt gerne, aber das habe ich beim Angelladen nicht bekommen, wo ich war. Hier in der Ostsee wird man das locker kriegen. Aber das wird schon ganz gut. Ich werfe nicht weit und hoffe einfach, dass hier irgendwas Dickes anbeißt. Auf den anderen Haken geht jetzt noch ein dicker, fetter Tauwurm drauf und wechsle ich mal die Vorfächer in der Fiederrute. Ah, hier ist es absolut windstill. Man kann so richtig schön da vorne auf die Ruten gucken. Wir haben Bier da. Wir sind dick am Entspannen. Ich hoffe mal, gleich kommt da ein richtiger Einschlag auf irgendeine Route. Ich habe bei der Fiederroute mal die Bremse ein bisschen aufgemacht, falls halt jetzt echt was Dickes anbeißt, was mir sonst die Route bricht. Aber ja, oh, da kommen noch ein paar mehr Angler. Hoffentlich fangen die was. Sah gerade fast ein bisschen nach Biss aus hier in meiner Fiederroute. Hat einmal so langsam gezogen, aber kann auch eine Pflanze sein, die in der Strömung hängt. Ich werde es auf jeden Fall mal kontrollieren. Ich habe die jetzt eine Zeit lang liegen gehabt. Fühlt sich nicht sehr fischig an. Schade. Immer noch Köder. Tauwurm sieht top aus. Sprotte ist total runtergezogen. Sprotte ist aber schon Laube. Wird nochmal ein bisschen schöner befestigt. Aber ich denke, so ein Plattfisch frisst auch eine zerfetzte Laube, oder? Ah, das ist mein Köder. Das ist eine Laube. Aber die ist mittlerweile ein bisschen zerfetzt. Wie heißt nochmal dein YouTube-Kanal? Fischmaxi. Fischmaxi. Leute, er hat seinen neuen YouTube-Kanal aufgemacht. Die waren gestern, war dir? Mit dem Kutter draußen, ne? Hast du das gefilmt? Ja, habe ich. Wie viele Fische habt ihr gefangen? 150. 150 Plattfische, Leute! Der Typ pflegt auch fast jeden PB, den ich habe. PB für Zander war, glaube ich, 82. Hecht war? Also Zander war 84, Hecht war 1,17 Meter und Barsch war 50. Leute, 1,17 Meter Hecht, 82er Zander, 50er Barsch. Jeden PB geschlagen, außer mein Wels-PB. Den schlägt er nicht. Hoffentlich dauert das auch noch ein bisschen. Richtig, richtig wild. Keine Ahnung, ob man irgendwas verstanden hat, was er gesagt hat, weil es so verdammt windig ist. Aber checkt mal den Kanal ab, ich verlinke den. Der haut locker noch irgendwann geilen Scheiß raus. Und wir versuchen jetzt einfach mal so richtig in der Brandung zu angeln. Da, wo die ganzen Wellen brechen. Vielleicht wird da am meisten Futter ausgespült, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja der Platz, wo die Fische sind. Wenn man vom Ufer werfen würde, wird man ja auch nicht viel weiter als da kommen. Und ja, ich will jetzt einfach hier mal meine Montage reinwerfen mit diesem schönen Tauwurm. Und wenn ich da jetzt recht schnell einen Platten fange, dann ziehen wir hier hin um. Und sonst werden wir den Spot wechseln, weil wir sind hier jetzt schon wieder 3 Stunden am Fischen ohne Fisch. Und einen Spotwechsel kann man mal machen. Es war eigentlich ganz entspannt auf dieser Brücke, aber ich hätte schon ganz gerne auch was gefangen heute. Also ich hatte ja richtig, richtig toll Vertrauen gehabt in diese Seebrücke hier. Aber wir haben jetzt da vorne gefischt, hier gefischt, da direkt unter der Brücke gefischt, da vorne in der Brandung gefischt. Bin schon wieder seit 4 Stunden auf dieser blöden Brücke. Haben vielleicht ein Biss gehabt, keine Ahnung, ich sehe überhaupt nichts bei dem Wind hier an den Ruten. Auf jeden Fall haben wir nichts gefangen. Und wir gehen jetzt mal nach ganz da vorne. Da ist nämlich so eine Yachthafeneinfahrt, da habe ich auch schon ein paar Plattfische gefangen in meinem Leben. Und wenn die Fische bei der Brandung nicht hier nah am Ufer in der Brandung sind, beziehungsweise nicht beißen, vielleicht ziehen die dann so ein bisschen in diese Hafeneinfahrt rein, weil da ein bisschen mehr Schutz ist. Das sind ja auch schon echt dicke Wellen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung vom Plattfischangeln habt, wo die Plattfische bei so einem Wetter sind oder bei generell, keine Ahnung, ein paar Plattfischtipps, Leute. Wo finde ich die Dinger? Wir ziehen jetzt mal um und dann gucken wir mal, ob da ein paar Fische sind. Ich bin angekommen am neuen Spot. Hinter mir hier geht die Sonne schon langsam nach unten. Wir sind hier auf dieser schönen Mole, auf der ich da im Mai mal so unnormal gefangen hatte. Hier sieht man auf der Seite ist diese extreme Brandung, da werden wir nicht fischen. Wir fischen hier bei den ganzen Kitesurfern. Hier gerade einfach in dieser Hafeneinfahrt, da vorne ist so ein Yachthafen, da ist noch mehr Hafen. Und ich hau jetzt erstmal meine Fiederroute rein mit der Montage, die ich gerade eben von der Seebrücke rausgeholt habe. Selbe Köder noch, hier der schöne Tauwurm.
Da die zerfetzte Laube für die riesen Raubschollen. Und ja, wir werfen die einfach hier in die ausgebaggerte Rinne rein, lassen die an die Kante sinken, hoffen auf ein paar dicke Plattfische. Und so gegen 5, 6 abends werden wir hier noch ein bisschen Herings angeln. Ich habe nämlich noch ein paar alte Heringsvorfächer in meiner Box drin. Und ich habe gehört, dass hier ordentlich Heringe beißen sollen in den Abendstunden. Also hoffentlich kriegen wir heute die Pfanne mal ein bisschen voller als in der letzten Folge. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock und direkt kommt die Rute rein. Marvin ist gerade nochmal ans Auto gegangen und holt noch ein paar Sachen. Und ich fände es geil, wenn ich schon einen Fisch hätte, bevor die ankommt. Das wäre natürlich richtig hart, ne? Also Rute rein, die andere ändere ich nochmal ein bisschen die Montage ab. Das war vielleicht nicht weit genug, aber mal schauen. Ich mache eine mal kurz, eine mal lang. Und dann werde ich gucken, wo die Fische sind. Wäre geil, wenn wir jetzt einen Fisch hätten, wenn er ankommt. Wir waren 5 Stunden auf dieser Kackseebrücke ohne Biss, ohne gar nichts. Ja. Und richtig geil wäre es halt, wenn der 10 Minuten weg ist und dann habe ich einen Fisch. Auf der zweiten Route habe ich das Paternoster mal gewechselt. Von meinem selbstgebundenen auf eins, was ich geschenkt bekommen habe gestern. Das hat hier diese vielen Auftriebskörper, ist ja auch auf der anderen Route so drauf. Ich habe nur ein bisschen kleinere Haken ran gemacht. Nicht, weil ich Angst habe, dass die Schollen die großen nicht schlucken können, sondern weil mein Kompostwurmeimer einfach nach zweimal Haken vollmachen leer wäre, wenn ich diese Riesenteile da dran lasse. Die werfe ich jetzt mal ein bisschen weiter und schau mal, wo zuerst was anbeißt. Marvin ist wieder da und er hat ein paar Bierchen mitgebracht. Jetzt wird hier richtig entspannt geangelt. Cheers, man. Cheers. Auf die Platten. An der Karpfenrute können fast was hängen. Ich habe es gerade einfach mal gecheckt, weil lange nichts passiert ist. Aber irgendwie ist gerade schwierig einzukurbeln hier. Vielleicht hängt auch Kraut, was weiß ich. Ja, Kraut. Doof. Was ich auf jeden Fall sagen muss, auf dieser Seebrücke war um einiges weniger Kraut gewesen. Mal wieder voll die Krautbuschel rausgeholt. Vielleicht darf ich nicht ganz so weit werfen hier. Ich hoffe mal, es kommen echt noch die Heringe, wie die gesagt haben. Gestern scheint es hier richtig abgegangen zu sein. Ein paar Heringe nehme ich auch gern. Sonne ist untergegangen. Wir haben noch ein bisschen Licht. Ich hoffe mal, dass jetzt langsam ein paar Bisse einsetzen hier auf meinen Plattfischrouten. Es passiert nämlich überhaupt nichts. Ich fange einfach nur teilweise massenhaft Kraut. Aber hier sind ganz, ganz viele Leute ganz fleißig am Angeln, weil es hier gestern halt so richtig wild anscheinend abging auf Heringe. Und die haben teilweise erzählt, dass sie 100 Heringe gefangen haben pro, das eine war eine Familie, 2 Kinder, ein Vater. Die haben 100 Heringe gefangen. 5. 5 hätte ich gern, ja. Also wenn heute ein paar kommen, 5 Heringe und ich bin zufrieden. Und danach angle ich noch, dann werde ich immer mehr zufrieden. Das wäre der Wahnsinn. Aber ich hätte gern ein paar Heringe. Oder ein paar dicke Schollen. Ich würde beides gern nehmen. Ich nehme auch eine Meerforelle. Scheißegal. Das könnte fast ein Biss sein an der Fiederrute. Oder es sind Wellen und Kraut. Was finden wir jetzt raus? Ich kann es noch nicht genau sagen. Vielleicht ist es ein echt fauler Plattfisch. Könnte echt sein. Ja, fühlt sich schon fischig an. Oh ja, ein guter. Den hole ich mit dem Netz. Ich habe richtig Angst, den zu verlieren. Schon wieder erster Fisch seit dem ganzen Tag. Komm her. Okay, das Netz war jetzt echt ein bisschen unnötig. Aber wir haben einen. Haha, geil. Auf Tauwurm, Leute. Auf Tauwurm. Oh. Oh, der Wind ist viel zu stark. Zack. Ich denke mal, das Maß hat der easy. Was haben wir? Schöne Flunder. Ja, locker hat er das Maß. Über 30 sogar. Der kommt sowas von mit. Dann hauen wir ganz schnell unsere Plattfischrute wieder da rein. Ich weiß, man soll den gar nicht so auf den Kopf hauen. Man soll einfach nur, zack, die Wirbelsäule durchtrennen, wie beim Aal. Aber das auf den Kopf hauen kann auch nicht schaden, oder? Was sagt er? Geil, wir haben endlich einen Fisch. Hammermäßig, Leute. Ich hoffe mal, es kommen noch ein paar mehr. Der hat sich diesen Riesenhaken aber reingenagelt, ey. Komplett verschwunden. Der ist schon fast verschollen, der Haken. Die Flunder hat er gerade eben hier auf den unteren Haken gebissen.
mit Tauwurm. Habe ich direkt wieder frisch gemacht. Und dann den oberen Haken habe ich für die Monster-Raubschollen mal die Eingeweide von der Flunder ran gemacht. Mir gehen langsam die großen Würmer aus für die großen Haken hier. Aber die Montage geht direkt wieder dahin, wo die Flunder gebissen hat. Und hoffentlich kriegen wir diesmal ein bisschen mehr als einen Plattfisch pro Tag. Ein Hering hat auf jeden Fall noch keiner heute gefangen. Ich probiere es noch weiter auf Plattfisch. Wir machen uns hier mal einen kleinen Tee für zwischendurch. Es wird wieder arschkalt. Aber wir haben gerade den ersten Fisch gefangen. Und das motiviert natürlich ein bisschen. Ich mache hier mal ordentlich Salbei in meinen Topf. Und dann trinken wir Tee, bis der Kanister leer ist, Alter. Hab ich Bock da drauf. Die Fiederrute wackelt halt die ganze Zeit wie verrückt. Eben habe ich ja den Biss gesehen, aber echt nicht genau. Ich dachte mir nur, irgendwie hat die gerade anders gewackelt als sonst. Aber ich check mal, vielleicht hängt ja schon wieder was dran. Fühlt sich mehr nach Kraut an, aber könnte fast ein Fisch sein. Ist halt schwerer, als er sein sollte. So ähnlich hat sich der Fisch eben auch angefühlt. Aber das hier ist Kraut. Kraut, Kraut. Ganz viel Kraut. Verdammt viel Kraut. Jesus. Unser erster Tee da hinten ist eben umgefallen, weil der Wind aber den Topf umgepustet hat. Das ist so unnormal stürmisch. Aber ja, ich habe das jetzt ein bisschen mit Steinen befestigt und wir trinken erstmal ein Bierchen. Oh ja. Es wurde sich eben von über mich lustig gemacht, dass ich in meinen Videos viel mehr Bierclips habe, als dass ich überhaupt Fische fange. Aber was soll ich machen, Leute? Ich versuch's doch. Also der Wind wird auch immer stärker und meine Fiederrute hat gerade echt so gewackelt, dass er ein bisschen nach einem Fisch aus. Wird jetzt mal schnell geschaut. Nee, fühlt sich nicht besonders nach Fisch an. Mal gucken, vielleicht sind die Würmer ab. Sogar kein Kraut. Kein Kraut gerade. Mache ich gerade nochmal einen Wurm extra drauf. Eben hatte ich auch einmal eine Krautpause, da habe ich die Flunder gefangen. Endlich kocht der Tee. Ich mache mir hier direkt mal so eine Tasse fertig, da habe ich lange drauf gewartet. Aber der Topf umgefallen, dann ist hier die ganze Zeit so viel Wind, dass der Gaskocher kaum kocht. Boah, die Hälfte daneben geschüttet. Aber ich habe eine heiße Tasse Kräutertee. Geil, ey. Ich glaube, in der zweiten Rute hängt noch 10-mal mehr Kraut, oder? Wir haben Kraut und einen Fisch. Oder wir haben 2 große Fische. Keine Ahnung, aber gerade wird irgendwie alles nach links gezogen. Wie blöde. Schauen wir mal, was hier jetzt rauskommt. Ziemlich nach Kraut aus. Oh, jetzt kann ich sie auch noch entkrauten. Ich dachte gerade, ich wäre fertig. Was ein Mist. Boah, ist das viel Kraut. Scheiße. Schaut euch den Haufen Kraut an, Mann. Ein bisschen fühle ich mich hier heute Abend, als wäre ich ein Garten-YouTube-Kanal. Das hört überhaupt nicht auf mit den Scheißpflanzen. So ein Mist. Ich werde jetzt die Ruten reinholen. Es ist verdammt dunkel, es ist verdammt kalt und verdammt windig. Und wir sind seit 2 Stunden die einzigen Trottel, die hier noch sitzen und angeln. Ich habe auch direkt hier vom Ufer geangelt, wegen dem ganzen Kraut. Aber ja, wir hauen jetzt mal ab. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen früh wieder, wenn wir unsere schöne Flunder zubereiten, Leute. Die wird richtig lecker. Weiß Bescheid, chill am Strand mit dem Petri, sind auf Schwung, voll verwundert. Ja, im Sand findet man dicke Dubis angezündet. Drinking wine, eat in deins, gibt den Schein bis zum Sky. Angel Hering mit einem Blei, sind am Rhein oder Neckar. Moin Leute, da sind wir wieder. Wir haben einfach hier in diesem Wald auf so einem Parkplatz gepennt. Und wir wollen aus dieser einen schönen Flunder, die wir gestern gefangen haben, so die Flunder braten und dann aus dem Kopf und so eine schöne Fischsuppe machen. Und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich ganz geil, wenn man ein paar Pilze dazu hätte. Der Marvin hat die gerade hier gefunden. Hier stehen einige violette Lacktrichterlinge. Die werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen einstecken. Ich glaube, die sind perfekt, um die in so eine Suppe reinzuhauen. Leute, seid euch immer sicher, wenn ihr Pilze sammelt, dass ihr die essen könnt. Wenn nicht, dann sterbt ihr vielleicht, das ist unschillig. Aber wir sammeln jetzt mal ordentlich welche von den violetten Lacktrichterlingen. Da stehen auch einige Knoblauchschwindlinge, aber ich bin mir immer nicht ganz sicher. Da gibt es ja irgendwie so einen Unterschied bei 2 verschiedenen Knoblauchschwindlingen. Und von dem einen, ja, kriegt man so ein bisschen Magenprobleme. Glaube ich. Weiß ich aber auch nicht genau. Deswegen lassen wir die stehen. Aber die riechen unnormal doll nach Knoblauch. Wir sammeln jetzt mal ordentlich Lacktrichterlinge und dann geht's zum Fisch. Fertig, Pilze gesammelt. Wir machen jetzt mal hier unsere 100%ige Fischverwertung. Marvin schneidet hier schon ein bisschen Gemüse. Wir haben hier auch schon ein bisschen Zwiebel, Knoblauch geschnitten.
Hier haben wir unsere schönen Pilze. Da guckt unsere Flunder ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil die irgendwie tot ist. Die haben wir gestern auch richtig witzig. An so einer Stranddusche habe ich meine Angeln abgewaschen. Man muss ja immer die Angeln, wenn man im Salzwasser gewaschen hat, abwaschen, sonst verrostet alles, alles geht kaputt. Also Leute, wenn ihr am Salzwasser angeln wart, überspringt nie das Angeln waschen. Ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir dann diese Flunder an so einer Strandufe geduft im Dunkeln und dann kamen da so Leute vorbei, die haben uns so richtig blöd angeguckt. Das war eigentlich ganz witzig. Also die waren nicht blöd, die waren sehr nett, aber die haben halt ein bisschen komisch geguckt. Das war funny. Wir machen jetzt hier, das habe ich in meinen Griechenland-Filmen oft gemacht, direkt Fischbraten und im Anschluss aus den ganzen Resten eine Suppe und dann haben wir 100% diesen Fisch verwertet und werden vielleicht auch zu zweit von dieser einen, keine Ahnung, 33 cm Flunder satt. Ich erkläre jetzt aber nicht, was wir da reinhauen und wie wir das machen. Das werdet ihr jetzt im Laufe des Zubereitens sehen. Zuerst mal machen wir ein bisschen Öl in die Pfanne und braten Flunder mit Zwiebel, Knoblauch und Pilzen an. Ein bisschen Rosmarin natürlich auch. Ich würde sagen, wir legen los. Heute nochmal kochen auf dem neuen Kocher. Den habe ich mir halt geholt. Wenn man so am Auto direkt kocht, dann muss man nichts aufbauen. Macht diesen Koffer auf, dann ist das Ding da fertig. Weil ich ja wieder so lange nach Griechenland will dieses Jahr. Da war das immer ein bisschen ätzend mit diesem anderen Kocher. Das mit dem Selbstentzünden klappt nur noch nicht so gut bei dem Ding. Ich habe die Gaskartoffel da einfach mal drin gelassen. Ich habe keine Ahnung, ob man das so macht. Vielleicht ist die jetzt einfach leer. Ja, ich glaube, die Kartoffel ist leer, oder? Das habe ich hier jetzt falsch gemacht. Geh mal auf. Ah, die ist hier rausgeploppt, weil ich Unlock gedrückt habe irgendwann. Aus Versehen. So, Lock. Jetzt hier wieder dran, glaube ich. Oh, yes. So muss das aussehen. Geil. Hat geklappt ohne Feuerzeug. Danke. Pfanne rauf. Ich liebe dieses Gusseisending. Ne? Das geht schon richtig ab. Aber ich höre mal auf, von meinen ganzen Küchengadgets zu erzählen. Fangen wir an, hier einen Fisch zu braten. Gutes Olivenöl. Nicht zu wenig. Wir wollen damit eine Suppe machen. Und aus einer Suppe müssen immer mehr Augen rausgucken, als reingucken. Wir sind zu zweit. Deswegen brauchen wir mindestens 5 Fettaugen auf der Suppe. Kriegen wir, glaube ich, so hin. Jetzt ein bisschen Rosmarin, der ist ein bisschen in der Lüftung von meinem Auto schon getrocknet. Der ist noch gar nicht so lange gepflückt. Da hauen wir hier einfach so ein bisschen die Nadeln rein. Die werden schön knusprig beim Anbraten und dann stören die gar nicht mehr in der Suppe. Mich zumindest nicht, den Marvin vielleicht schon. Aber das geht schon ab. Mal nicht ganz so viel, der Marvin ist dabei. So ein großer Rosmarin-Hater bin ich auch nicht. Vor dem Fisch geht man hier Zwiebel und Knoblauch rein. Da sehen wir dann schön, wenn die Pfanne heiß ist. Oh, komm raus hier, Mensch. Zack. Dann warten wir mal, bis das so ein bisschen heiß hier ist. Und dann kommt hier ein bisschen mehr Zeugs dazu. Zwiebel und Knoblauch brutzeln schon ein bisschen. Wir hauen jetzt direkt mal unsere Lacktrichterlinge hier dazu. Gerade alle einfach reingekippt. Wird schon abgehen. Hier ist noch so ein bisschen Dreck vom Wald drin, so ein bisschen Buchenknospenhaut und ein paar Blätter. Aber das ist Waldwürze, das ist gut. Aber ich mache trotzdem nicht wieder rein. Das darf jetzt mal hier so ein bisschen klein werden, dass die Flunder dann noch schön daneben passt. Und dann hauen wir die gleich dazu. Und dann kann die hier schön nebendran ein bisschen brutzeln. Ich mache auf die Flunder gerade schon mal so ein bisschen Mehl drauf. Schaut es euch nochmal an hier in der ganzen Pracht. Ich habe sie gar nicht so genau gemessen, aber auf jeden Fall ein Stückchen über 30 hat der Kollege. Für eine Flunder eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und gleich kann der mal hier nebenan, neben unser ganzes Pilz-Zwiebel-Zeugs. Ja, wie knapp. Ich reiß der Flunder vielleicht mal den Kopf ab. Und den braten wir dann extra. Damit das hier halt auch richtig in die Pfanne reingeht. Ja, was ist das für eine stabile Flunder? So, wir haben es geschafft, den Kopf von der Flunder zu entfernen. Ich mache gerade den Löffel. Der Kollege geht jetzt hier schön zu unseren ganzen Pilzen und Zwiebeln in die Badewanne rein. Kann hier ein bisschen im heißen Olivenöl baden. Ein bisschen entspannen, ein bisschen Spa-Tag machen. Das hatte sich gestern Morgen noch nicht träumen lassen, was sie hier jetzt erlebt. Passt immer noch nicht rein. Das ist schon eine dicke Flunder. Ja, der Schwanz wird schon irgendwann abbrechen, glaube ich. Oder wir schneiden den hier schnell ab. Ist das eine harte Flunder, ey. Die wehrt sich. Okay, der blöde Schwanz bleibt dran, ey. Was soll ich jetzt machen?
Hätten wir mal so eine Fischschere wie diese drei Dudes. Ja, Mann, das wäre geil. Ich kaufe mir eine Fischschere. Das sieht chillig aus. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp, schnapp. Kopf ab, die Därme raus. Schnipp, schnapp. Na gut, jetzt braten wir den Kollegen mal an. Und ja, schau mal, wie der so wird. Und ich helfe jeden Tag und ich helfe jedes Mal. Mann, ich hol dich aus dem Tal und bereite dir ein Mahl vor. Komm an meinen Tisch, Schäfchen, komm, wir essen Fischstäbchen. Morgen ist egal, heute speist du Wein und Aal. Gib mir Flügel und ich geh segeln. Ich mach jetzt mal hier den Kopf. Natürlich Kiemen rausgemacht. Kiemen werden bitter für Suppe. Der kommt hier jetzt mal so nebenan. Und dann verbuddel ich den so ein bisschen hier mit unseren Pilzen und Zwiebeln und so. Damit die auch nicht mehr so viel Hitze kriegen, weil die sind schon ein bisschen fertig eigentlich. Aber meine Flunder halt noch nicht. So, die Flunder muss nämlich noch ein bisschen hier brutzeln, nebendran. Aber es wird schon abgehen. Ich habe die gerade eben schon mal grob gesalzen. Und jetzt drücken wir auf unsere Flunder mal hier so eine halbe Zitrone rauf. Und die kann er dann noch so ein bisschen mit braten. Und das wird gleich richtig spritzen. Und ich hoffe, man sieht noch was auf der Kamera und die ist nicht voller Öl danach. Flunder sollte fertig sein. Die kommt jetzt mal hier raus. Und geht hier auf unser Brett. Zack. So sieht die doch sehr gut aus. Und dann zu unserem Fischkopf von den Pilzen und den Zwiebeln, die hier die Basis für unsere Suppe bilden. Ja, die Schwanzflosse holen wir auch mal raus. Geht jetzt hier ein bisschen Lauch, Sellerie, Chilischoten in die Pfanne rein. Dann gehen hier noch ein paar Karotten in die Pfanne rein. Und das Ganze lassen wir jetzt noch so ein bisschen anbraten. Aber da wir eigentlich schon ein bisschen dunkel unsere Zwiebeln und so haben, löschen wir das ziemlich schnell gleich ab. Und lassen das hauptsächlich kochen. Ja, ich lösche direkt ab. Ablöschen tue ich ganz gerne mit Sojasauce für so eine Fischsuppe. Ich liebe Sojasauce. So, kann gut was rein. Und dann unsere Suppe würzen wir auch ein bisschen stärker als den Rest. Da kommt hier von meinem guten, selbstgemischten Fischgewürz rein. Das ist einfach viele Kräuter, Salz, Pfeffer, Paprika, Chili, Zitronengras, was auch immer. Leckere Sachen. Geht hier gut was dazu. Und dann habe ich gerade eben noch so einen Brühwürfel im Auto gefunden. Den hauen wir auch noch mit rein. Für eine Suppe kann das auf jeden Fall nicht schaden. In Griechenland habe ich ihn, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Der kommt jetzt hier mit rein. Zack, kann ich da ein bisschen auflösen. Und gleich schütten wir das Ganze um in den Topf und hauen da gut Wasser rein. Und dann lassen wir das einfach noch 20 Minuten kochen. Bevor wir das Ganze umfüllen, wir haben eben beim Pilzesammeln noch was richtig Witziges gefunden. Eigentlich wollte ich damit so einen blöden Clip machen, dass wir unseren Fisch jetzt anbraten und dann das Teil hier zeigen. Es lag einfach im Wald, so ein Goldfisch aus Stoff. So voll witzig, den bringe ich meinem Hund mit. Der feiert das locker hardcore ab. Ich fülle jetzt mal unseren ganzen Krempel hier in den Topf um. Der Topf ist ein bisschen klein für diese Größe an Pfanne. Die halt voll ist mit Gemüse, aber es wird schon irgendwie reinpassen. Man muss ja in der Suppe nicht unbedingt Wasser haben, ne? Da in die Zwischenräume zwischen dem ganzen Gemüse passt schon noch ein bisschen Wasser rein. Wird schon abgehen. Aber ich rieche schon, das wird eine sehr geschmackvolle Suppe. Ich liebe Suppe. Suppe ist immer gut. So, alles drin. Und ja, jetzt koche ich ein bisschen Wasser noch hier in der Pfanne. Und kipp das dann da drauf, damit wir hier erstens die Pfanne nicht waschen müssen und zweitens den ganzen Geschmack noch rausholen, der da am Boden klebt. Während da vorne ein bisschen das Wasser in der Pfanne heiß wird, essen wir jetzt mal hier diese schöne Flunder. Ich fange mal an hier mit der Schwanzflosse. Schwanzflossen sind immer sehr, sehr geil. Mh, schön knusprig gebraten. Super. Super gut. Ja, Mann. Ein bisschen hier vom Filet, vom Fleisch. Oh, ich liebe Plattfische, Leute. So geil. Hier. Super gut. Super gut. Und wir sagen, wir essen die jetzt, trinken noch einen Kaffee dazu. Und dann ja, gibt es danach noch eine Suppe als Nachtisch. Wasser in der Pfanne kocht hier so ein bisschen. Wird einmal ein bisschen gerührt, dass wir hier den ganzen Bodensatz einsammeln für unsere Suppe. Und dann haben wir hier unseren schönen Topf mit dem Fischkopf und dem gebratenen Gemüsepilzzeug. Da geht jetzt das Gerippe
von der Flunder rein. Hier ist sie noch nicht ganz durch gewesen auf der einen Seite. Und dann lassen wir das nochmal so 20 Minuten kochen und dann wird das richtig gut. Unsere Suppe hat jetzt so 20 Minuten, eine halbe Stunde so ein bisschen rumgeblubbert. Und ich würde sagen, wir hauen die uns jetzt mal in so ein paar Tassen rein und dann testen wir mal diese schöne blubbernde Brühe. Die Fischsuppe ist fertig, Leute. Richtig schön angerichtet hier in meiner Kaffeetasse. Und Leute, glaub mir, das Zeug ist so geil. Ich liebe diese geschmackvolle Fischsuppe immer. Oh ja, das kriege ich ab. Wir werden jetzt mal hier ordentlich unseren Krempel aufräumen, die Fischsuppe leer essen. Dann muss der Marvin abhauen, den fahre ich gleich zum Hamburger Bahnhof und für den geht es nach Hause. Ich werde aber noch ein bisschen hier oben an der Ostsee rumhängen. Ich werde zuerst mal meine Oma besuchen und dann bestimmt noch ein, zwei Mal angeln gehen. Mal schauen, ich hätte sau Bock noch mal auf Heringe zu angeln, weil die erzählt haben, dass gerade die Heringe so gut gehen. Und ja, Plattfischangeln werde ich bestimmt auch noch mal. Mal gucken, wie das Wetter wird. Ich suche mir mal ein, zwei schöne Tage aus. Vielleicht nehme ich auch mal meine Oma mit an irgendeinen Hafen und dann gehen wir da ein bisschen angeln und einen Kaffee trinken. Aber das seht ihr in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen. Mal sehen, wie lange ich hier oben noch rumhänge. Und einen guten, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Marvin, was sagst du zur Van-Trip-Fischsuppe? Saugeil, Mann. Saugeil.